Ciao und herzlich willkommen vom Allegra aus Italien, aus Tirano. Wir sind unterwegs auf der Bernina Linie hier im Trans-World 5 und fahren nicht ganz bis nach Ospizio Bernina. Das steht zwar hier ausgeschildert, wir werden allerdings schon ein bisschen früher aufhören, nämlich vermutlich in Poschiavo, aber mal gucken. Auf jeden Fall geht es für uns erstmal in Richtung Berge. Wir stehen bereits hier und warten, bis unsere Fahrgäste ein- und aussteigen und dann geht es auch schon los. Das So. Zugteam der Wir Rätischen Bahn rüsten begrüßt auf. Sie im Regionalzug nach Campo Colonio, Campascio, Brusi, Miralago, So, Türen Livrese, auf. Poschiavo, Cavaglia, Alp, Krüm und wünscht eine angenehme Reise. Bei Genau. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das auf Maximum. Hier die Zugschluss Signore e noch signori, leuchten auf Rot. personal in bordo della ferrovia Retica Das vi passt dà soweit benvenuto alles. a bordo del nostro regio servizio per Campo Colonio, Campascio, Okay. Brusio, Machen Miralago, wir uns ein bisschen Bewölkung Livrese, rein. Poschiavo, Cavagila, Alpbrum e vi augura buon viaggio. In caso di So. domande, riferitevi. In caso di domande. Genau. Wir sind hier unterwegs mit dem Allegra Triebwagen bzw. Triebzug. Und dahinter haben wir sogar noch ein paar RHB Einheitswagen dran gekuppelt. Der Rätischen Bahn und wir sehen unsere Fahrgäste steigen, wollen die noch einsteigen, kommen hier noch mit ihren Köfferchen an, vermutlich viele Interrailer und ja, ne, hier sind wir in Italien, das einzige Mal im Transworld bisher, dass wir einen Schritt in das wunderschöne Land namens Italien gewagt haben. Hoffentlich kommt da noch irgendwann mehr. Ich würde mich sehr darüber freuen, über noch mehr italienische Strecken, beziehungsweise das ist ja eigentlich keine wirklich italienische Strecke, das ist ja auch von der Infrastruktur her, ist das ja RHB und nicht wirklich die der FS. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, ne? Und die Häuser passen ja so als Assets schon mal ganz gut, zumindest ins nördliche Italien. Und da würde ich mir persönlich so eine Strecke an der Cinque Terre wünschen. Das ist nämlich eine Strecke, die hat keine riesigen Bahnhöfe und ist meines Erachtens irgendwie für einen Anfang ganz gut machbar. Aber ja, gut, mal schauen. Wohin führen eigentlich diese Gleise hier, frage ich mich. Okay, nirgendwo. Ja. Genau, das ist unser Allegra, den wir heute fahren, in dieser wunderschönen Italien-Lackierung. Hohe Verbindung, Connessione di Alto Livello. Italien und Schweiz praktisch in einem Repaint vereint aus dem Creators Club. Ich hatte das schon mal vorgestellt, das Repaint. Und wir schließen die Türen, denn wir sind nämlich jetzt schon zu spät. Wir stellen den Geschwindigkeitsregler auf 15 km/h und lösen die Bremse, das Führerbremsventil und auf geht's. So. Wir waren ganz, ganz lange schon nicht mehr in der Schweiz tatsächlich zusammen. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir das wieder machen können. Okay, mal über den Bahnübergang. Ja, dann macht das Ding, Ding, Ding. Und unser nächster Halt ist Campo Colonio. Jetzt kommt gleich auch einer meiner Lieblingsstellen hier in der Strecke, dass wir hier an dieser Kirche vorbeifahren, im Grunde genommen auf der Kreuzung. Einmal einen kleinen Pfiff abgegeben. Mal ganz kurz das HUD hier durchgeschaltet. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass uns unsere aktuelle Geschwindigkeit hier fehlt, die wir fahren, aber na gut, dann ist das halt so. Dann gucken wir halt aufs HUD.
Sehr, sehr schön. Also bei aller Kritik, die man berechtigterweise Rivet Games ja, anlegen kann, an deren DLCs, die teilweise wirklich leider nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, den man sich wünscht, ist Bernina da eine absolute Ausnahme. Also ich finde sowohl szenerietechnisch als auch ja, von der Umsetzung des Fahrzeugs her hat der Rivet Games echt mal einen rausgehauen mit der Bernina Bahn. Und, ne, also Ehre, wem Ehre gebührt, da muss man sie absolut für loben. Auch wenn die Sounds nicht ganz perfekt sind hier vom Allegra, aber sie sind ehrlicherweise so, dass man sagen kann, ja, das wirkt zumindest irgendwie realistisch auf mich. Und wie gesagt, die szenerietechnische Umsetzung ist wirklich meines Erachtens fantastisch gelungen. Auch die Berge, das ist gar kein Vergleich mit der anderen RHB-Strecke, die wir bereits haben im Transom World. Toll. Auch hier, dass im Hintergrund noch die ganzen Gebäude dort zu sehen sind. Auf dem Berg da oben, die ganzen Hütten. So muss das wirklich sein. Fantastisch. Sind hier in so einem schönen herbstlichen Wetter unterwegs. Können sogar noch vielleicht ein bisschen mehr Bewölkung. Ja, wobei, so war eigentlich ganz gut. Haben ja auch automatische Ansagen. Auch das hat Rivet Games hier schön eingebaut. Das, was mir auch sehr gefällt. Teilweise mit touristischen Informationen. Zum Beispiel zum Kreiskehrviadukt wird auch noch was gesagt. So, ich glaube, wir können 30 fahren. Wie gesagt, normalerweise wird das ja im HUD. Also wird das ja hier drin stehen. Aber irgendwie weiß ich nicht, wo die Anzeige hin ist. Nee, das ist es nicht. Das ist die nächste Geschwindigkeit, das ist das Signal. Das ist oben rechts der Streckenmonitor. Ja, das ist das große HUD, das will ich nicht. Die Punkte interessieren mich auch nicht. Nö. Also, keine Ahnung. Ab hier dürfen wir dann 30 fahren. Wir dürfen sogar, ja, 30 fahren, genau. Dann lasse ich mal das große HUD aktiviert, weil aus irgendeinem Grund fehlt das im kleinen HUD da oben links, im Mini-HUD. Genau, wir sehen auch hier im Armaturenbrett die Geschwindigkeitsanzeige. Das ist 30 km/h hier, die wir gerade fahren. Das rote Dreieck zeigt den Geschwindigkeitsregler, den wir eingestellt haben. Hier sehen wir die Vakuumhauptleitung, die Drucklufthauptleitung und hier vielleicht auch wichtig die Zugkraft, die wir gerade aufgeschaltet haben.
Was mir halt an TSV viel mehr gefällt als am Train Simulator ist halt, dass gerade bei so alpinen Strecken seht ihr das, wie weit da schon noch die Bäume reichen und man die ganzen Details da sieht, auch bei den Texturen da auf den Bergen. Im Train Simulator hätte man halt schon hier vorne so einen totalen Texturenmatsch gehabt, ohne dass dort die Bäume geladen haben und man hätte dann nur so eine grüne Textur oder so. Und das selbst so bei den starken PCs und selbst wenn die Strecken gemoddet sind und sonstige Updates haben und alles, sieht das trotzdem irgendwo weiter hinten einfach nach totalem Texturenmatsch aus. Das war bei Trains and World früher auch so, aber mittlerweile wurde das echt gut in den Griff bekommen. Nächster Halt, Campo Colonio. Prossima fermata, Campo Colonio. Genau. Next stop, Campo Colonio. Prossima fermata. Auch hier szenerietechnisch schön gemacht, dieser, ja, so eine Art Abwasser vielleicht. Und wir nehmen mal die Leistung zurück. Setzen sie schon mal auf 0. Unser Bahnsteig ist der linke hier. Und wir müssen durchfahren bis weit nach vorne. Tatsächlich, also es kennt man auch, wenn man sich mal so Führerstandsmitfahrten anguckt, dass da die Züge tatsächlich bis ganz weit vorne da durchfahren und halten und nicht hier vorne. Wir sind ja auch ein vergleichsweise langer Zug. Wir haben ja noch die Einheitswagen hinten dran. Wir sind ja nicht nur der Allegra, deshalb müssen wir sowieso weiter nach vorne. So, leichte Verspätung, das kennt man eigentlich gar nicht in der Schweiz. Aber das sind halt wir. So, hier vorne ist der Halt. Genau. Und Führerbremsventil mit angezogen. Und Türen auf. Und wir steigen auch mal aus. Denn wir sehen erstmal Leute, die uns den Weg blockieren. Lassen Sie mich durch, ich bin Lokführer. Ah. Nämlich, was habe ich gesehen? Hier vorne. Noch ein Poster gesehen. Berliner Express, World Famous Berliner Express. Und dann, Moment, wir machen das vielleicht mal lieber so, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Über die God Mode, da kommt immer wieder die Frage, wie ich das mache, dass ich schneller laufe. Das ist eine Mod, die God Mode Mod. So. Können mal einfach auch mal reingehen in die Wagen. Und da gucken wir uns aber gleich auch noch genauer um. Da laufen wir auch gleich nochmal durch. So, Türen verriegeln. Bremse lösen. Und auf geht's. So, auch hier wieder schön einmal die Straße gekreuzt. Die Autos müssen auf uns warten, genauso muss das sein. Was haben wir hier eigentlich? Das ist so eine Art, ja, auch so eine Art Abstellbahnhof, ja? Oder so ein Güterbahnhof, ne? Campo Colonio, Scalo Merci. Güterumschlag, ja, Tatsache. Also hier können dann vielleicht so Tankwagen oder sowas von oben entladen werden, ne? So abgepumpt werden, wenn dann hier auch so Tanklastfahrzeuge stehen. Und hier sind auch so ein paar Baumstämme. Ja, wirkt ein bisschen so. Also Güterverkehr ist hier auch auf der Strecke. Der ist allerdings, glaube ich, nicht Teil des Fahrplans. Ich meine nämlich nicht, dass irgendein Güterwagen hier mitgeliefert wird. Obwohl wir einen RHB-Güterwagen ja absurderweise besitzen, durch die, wie heißt denn nochmal die andere Strecke, die Arosa-Bahn, da wurde ja ein Güterwagen mitgeliefert.
mit, ich glaube, Holz. Holz, das man laden konnte. Baumstämme. Das Fahrzeug wird aber lustigerweise nicht benutzt, mit Ausnahme, denke ich, eines Szenarios oder so ähnlich. Aber im Fahrplan wird das nicht benutzt. Das wäre vielleicht etwas. Oh ja, stimmt, das wäre vielleicht etwas, was man mal machen könnte durch den Freeroam-Modus, dass man im Grunde so einen Güterverkehr Letzter Halt, simuliert. Campascio. So, Campascio. Prossima fermata, Campascio. Next stop, Campascio. Wir dürfen in der Zeit ein bisschen schneller fahren. Schön diese Holzbrücke hier. Eingleisiger Bahnhof. Oder Haltepunkt wohl eher. Oh, hier passt mir doch aber niemals mit kompletter Länge am Bahnsteig. Okay, ich hätte noch ein bisschen weiter vorfahren können, aber hier passten wir nicht mal als Allegra fast komplett drauf. Das ist ja absurd. Oh, eine Pizza. Lecker, lecker. Kleiner Mittagssnack. Wir gehen nur einmal eben durch die Wagen durch. Sehen hier die zweite Klasse, können uns auch hinsetzen. Oh, hallo, ich sitze auf Ihrem Schoß, bitte entschuldigen Sie. Vielleicht ist das ein bisschen übergriffig von mir. Hier, wir haben auch die Fahrgastanzeige. Und hier vorne dann die erste Klasse, auch sehr schön. Sehr gut. Oh, und was haben wir hier? Ach, das andere Collectible. Schweizer Hüte gesammelt. Gut, dann haben wir das auch gemacht und können weiterfahren. Oh, 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 oh. Ja, das ist schlecht. Wir sollten vielleicht nicht nach hinten rollen. Das sollten wir in Zukunft eher versuchen zu vermeiden. Nächster Halt ist Brusio. Einfach schön die ganzen Details, ne? Mit diesen ganzen Steinen, dass es nicht alles gleich aussieht. Fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Jawohl. Über ihm drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, igloähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. Wein und Käse. Das Blut des Schweizers. Vino e formaggio. Genau. Hier auch schön. Dass da so ein paar Leute abgestellt sind, die miteinander reden. Bisschen Landwirtschaft, ne? Also, dass das Ganze hier ein paar Details hat und nicht einfach nur eine ebene Fläche ist, ist wichtig. Und Hard Rivet Games finde ich sehr gut umgesetzt. Und das ist halt immer wieder etwas, was leider dann doch überrascht, weil, ne, wenn man sich jetzt mal West Coast Mainline South anguckt, wo ja anscheinend Rivet Games die Strecke im Auftrag von DTG, ja, bearbeitet haben soll, dann merkt man, dass es war irgendwie nicht ganz so. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lassen jetzt mal den Zug von alleine fahren und setzen uns hier mal im Fahrgastraum hin und gucken uns das mal als Fahrgäste an. Ich weiß, das sollten wir natürlich nicht machen, aber
Wir machen es jetzt einfach. Moment, ich will mich vielleicht hier hinsetzen. Geht das? Nee. Da will ich mich hinsetzen. Fenster geht sogar auch auf. Toll. Jetzt wieder zurück in den Führerstand. Wo sieht man denn diese igloartigen Steine? Ich habe jetzt keine gesehen. Habt ihr welche gesehen? So, dann sind wir gleich im Brusio. Gar nicht mal so unpünktlich bisher, muss man dazu sagen. Nächster Halt. Brusio. Prossima fermata. Brusio. Next stop. Brusio. Hallo. Der wartet schon auf uns hier sehnsüchtig, dass wir abfahren, damit der, beziehungsweise einfahren, damit der jetzt abfahren kann. Der dürfte sich jetzt auch jeden Augenblick in Bewegung setzen. Jawohl, da sehen wir's. Vorne auch der Mond. Und wir fahren bis ganz vorne durch. So. Halteposition mal kontrolliert. Jawohl, das passt soweit. Das passt auch. Ne, wir sind einfach zu lang für die Bahnsteige. Also da weiß ich ehrlicherweise nicht, wie das jetzt angedacht war. Ob jetzt die Fahrgäste tatsächlich im Gleisschotter aussteigen sollten oder ob da irgendwie sich der Rivet Games ein bisschen verzettelt hat mit dem Fahrplan. I don't know. Aber schöne Kirche, schön nachgebaut. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gut gemachte Szenerie. Und auch hier, ne, wenn man nochmal runterguckt ins Tal und jetzt dem anderen Zug noch dabei so ein bisschen zugucken kann, wie der da ins Kreiskehrviadukt einfährt. Schön, oder? So, vielleicht. So, Türen können wir schon mal zumachen. Ja, das gucken wir uns vielleicht noch einen Augenblick eben an, bevor wir abfahren, weil das einfach cool aussieht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, dann. Auf geht's. Weiter geht's nach Miralago. Ich erinnere mich noch, vielleicht waren die einen oder anderen auch von euch dabei, als die Berliner Bahn damals veröffentlicht wurde, gab es halt einen Preview-Stream von DTG und Rivet Games, wo allerdings lustigerweise nicht die gesamte Strecke gezeigt wurde. Ich glaube, dieser ganze Bereich um Miralago herum, der wurde nie im Stream gezeigt. Und dann war es dann im Grunde nur noch ein Tag bis zur Veröffentlichung. Und da konnte ich ja dann einen Livestream machen. Und dann haben ja wirklich extremst viele Leute zugeguckt bei mir im Livestream, weil ich einfach wirklich der Einzige war zu dem Zeitpunkt, der diesen Streckenabschnitt, den wir jetzt gerade jetzt befahren, überhaupt gezeigt hat. Also den konnte man vorher gar nicht im Livestream damals sehen, weil der
irgendwie vergessen wurde, auf dem Abschnitt zu fahren. Und sich halt die Leute dachten, ja, okay, wir haben die ganze Strecke jetzt noch nicht gesehen. Und dann war das praktisch in diesem Sinne zu meinem Glück, weil so dann sehr, sehr, sehr viele Leute bei mir dann zugeguckt haben und wir uns dann zusammen diesen Streckenabschnitt erstmalig angeguckt haben. Das war auf jeden Fall auch eigentlich ganz lustig so. Ja, also die TG kann mich gerne fragen. Ich mache auch gerne die offiziellen Preview-Streams. Kann ich dann demnächst auch bei mir machen, wenn dann TSGs neue Strecke irgendwann veröffentlicht wird. Soll ja bald kommen, in den nächsten 3 Monaten irgendwann. Können wir das gerne auch auf meinem Kanal dann machen. Dann aber nur, wenn Lukas Klimczyk auch dann als Gast bei mir dabei ist im Livestream. War ja auch so ähnlich damals mit Maddie, die ja mit der Expert 101 ebenfalls bei mir im Livestream zu Gast war und wir uns das Ganze angeguckt hatten vorab. Und das hat ja auch wirklich extremst viele Leute interessiert damals. Und das war ja auch ein super spannender und interessanter Stream. Ich habe selbst super viel dazugelernt. Also von daher, wenn euch diese Art Livestreams gefallen, sagt mir gerne Bescheid. Dann kann ich gucken, dass man in Zukunft vielleicht auch häufiger sowas plant, auch durchaus eben mit kompetenten Gästen, mit Leuten, die da wirklich mitgearbeitet haben an den DLCs, dass ich da mal so ein bisschen versuche, vielleicht jemanden bei mir ans Mikrofon zu bekommen, wenn man es so möchte. Tatsächlich habe ich ja dank euch, ne, also euretwegen, habe ich ja mittlerweile eine vergleichsweise große Reichweite, was ich ehrlicherweise niemals gedacht hätte vor 3, 4 Jahren, dass ich da mal so eine Reichweite hätte. Und eben weil diese Reichweite so groß ist, kann man die ja sehr, sehr gut nutzen, um um da auch vielleicht die ein oder anderen Gäste auch mal zu bekommen. So ein paar Hochkaräter, wenn man es so will. Also ich guck mal, bei der Strecke, die von TSG gebaut wird, wo wir ja noch nicht wissen, was das für eine Strecke ist, hoffe ich doch sehr, dass da vielleicht im Stream auch die ein oder andere Person noch mit dazu kommt, die selbst an der Strecke mitgebaut hat. Hoffentlich. Also war zumindest das Feedback, das ich bekommen habe und auch gelesen habe, auch in den ein oder anderen Foren, als Maddie damals bei mir im Stream war, dass das damals auch einfach sehr weitergeholfen hat vielen Leuten bei der Kaufentscheidung, dass sie dann doch ja sehr überzeugt waren und sich auch gefreut haben hinsichtlich der Nachfragen, die ich gestellt habe und dass wir auch sehr stark eben auf die Fragen der Community immer eingegangen sind in dem Stream und dass das eben vielen geholfen hat. Und da hoffe ich sehr, dass man einfach daran anknüpfen kann in zukünftigen Streams und Videos, um euch dann möglichst viele exklusive Informationen auch bereitstellen zu können. Von daher würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auch ein Abo hier lassen würdet, kostenlos, damit ihr immer alle Infos frisch habt. Nächster Halt, Miralago. Die nächste Miralago. Station hat nur einen Bahnsteig. Achso. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Zug verlassen. Prossima fermata, Miralago. La fermata successiva ha un solo binario. Preghiamo di fare attenzione mentre si scende dal treno. Next stop, Miralago. The next station has a single platform. Please take care when leaving the train. Italienisch ist eine tolle Sprache. Italienisch ist eine richtig, richtig tolle Sprache. So, hier sind wir in Miralago, einer meiner Lieblingsstellen an der Strecke tatsächlich. Mit einem Bahnsteig, der einfach, ja. Also hier wartet man gerne auf seine Züge, ne? Selbst wenn sie Verspätung haben, ist es dann auch nicht so schlimm an diesem Bahnsteig hier.
So, endlich mal ein Bahnsteig, der groß genug ist für unseren Zug. So, und anhalten. Türen auf. Hey, wir sind pünktlich. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Auch hier die ganzen Wanderwege und landwirtschaftlichen Pfade. Da die Baumgrenze sieht man sehr gut. Okay, Türen zu. Pünktlich. Türen zu. Und auf geht's. Leprese kommt als nächstes. Auch da. Und wir dürfen sogar 45 km/h fahren. Ich frage mich, was die Höchstgeschwindigkeit eigentlich ist von dem Fahrzeug. Steht da jetzt nicht. Aber ich denke mal. Okay, gut, es werden 100 km/h sein. Aber die werden wir nicht auf dieser Strecke ausfahren können. Auch das hier ist einer meiner Lieblingsstellen. Ne? Hier. Schön. Fenster lassen sich natürlich öffnen. Okay, das ist nicht gut. Ach doch, jetzt haben wir die Außensounds. Ich dachte kurz, dass wir keine Außensounds haben, wenn wir hier in der Kamera hoch. Also nach hinten haben wir Außensounds, aber wenn wir nach vorne gucken, sind sie dann wieder weg. Jetzt nach hinten geguckt. Ja, komisch. Oh, wir sind zu schnell. Einfach schön hier lang zu fahren. Toll. Ich finde, die Berliner Bahn ist von optischen her echt die beste Strecke, die wir im TSW haben. Die ist ja wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach optisch unfassbar ansprechend. Unfassbar schön. Und auch einfach sehr gut umgesetzt. So, wir sind kurz vor Le Prese. Nächster Halt, Le Prese. Prossima fermata. Le prese. Das ist, glaube ich, das Hotel Le Prese oder so ähnlich. Le prese.
Nee, hier ist das Hotel Leprese. Genau, da ist das sehr schön gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. So. Schön langer Bahnsteig diesmal wieder. Wir versuchen, soweit es geht, mit dem Kombihebel zu bremsen. Und ja, das passt. Türen auf. Na, lassen Sie mich raus. Sehr gut. Die Einheitswagen, die kennen wir übrigens schon von der Arosa Bahn. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Okay, wir sollen in 10 Sekunden die Tür zumachen. Wir machen sie jetzt schon mal langsam zu. Lösen schon mal die Bremse, weil wir eh nicht in einem Gefälle stehen, geht das, ohne dass wir wegrollen. Und wir fahren los. Auch echt schön hier dieses kleine Bahnhofsgebäude. Und jetzt fahren wir wieder durch die Stadt, durch das Café. Also nicht durch das Café, aber am Café hier vorbei. Die haben hier noch ihren Kuchen. Auch hier sitzen wieder Leute. Sowas ist wichtig, ne? So, dass die Städte auch halbwegs belebt aussehen, dass da auch Leute mal auf den Bänken rumsitzen. Sowas macht einfach einen riesigen Unterschied bei diesem Gefühl, ob ein Ort halt einfach belebt ist oder nicht. Und dann kann der Ort noch so schön sein, wenn er komplett tot aussieht, wenn da keine Autos rumfahren, wenn da keine Leute rumlaufen, nicht ein paar Sims irgendwo verteilt sind, keine Tiere oder sowas ähnliches. Dann hat das immer so einen faden Beigeschmack, finde ich. So, und nächster Halt ist dann Poschiavo oder Poschiavo. Und dort geben wir dann den Zug ab. Wir haben nämlich da Feierabend. Und jetzt dürfen wir mal richtig rasen mit 60 km/h. Hier will der uns nach vorne. Ja, hier fehlen zum Beispiel die Autos, ne? Dass hier auf der Straße ein paar Autos fahren, aber das war schon bei Release so. Wurde das, glaube ich, schon angemerkt, dass das fehlt. So, wir dürfen jetzt gleich nur noch 40 fahren. Die gelten dann ab hier. Huch, habt ihr gerade die Ziege gehört? Wer gerade Kopfhörer auf hatte, der hat sie vielleicht gehört. Auch gut. Ich würde sagen, wir müssen noch ein Foto machen. Das können wir hier in dieser Kurve sehr schön machen. Komm, Kamera, bitte nicht hier rumbacken. Ja, ich meine, hat es uns nicht unsere Wettereinstellung zerschossen. Ich glaube, das passiert immer nur beim ersten Mal, wenn man in den Kameramodus geht. Dann zerschießt er einem einfach die Wettereinstellung. Und wenn man aber danach in den Kameramodus geht, dann bleibt das Wetter erhalten. Wobei wir müssen gleich natürlich gucken, wie das aussieht, wenn wir gleich dann weiterspielen.
Na, so. So. Nee, Wettereinstellungen bleiben erhalten. Hervorragend, wir dürfen wieder 50 fahren. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier mit den Streifen. Aber schön hier diese alpinen Häuser auch, dass sich die Wolken im Grunde genommen an den Bergspitzen, ja, dort im Grunde genommen festhängen. Auch sehr schön gemacht. Hier sind wieder Autos, sehr gut. Kleiner Bahnübergang. Und nochmal auf 60 km/h hoch. Und dann sind wir auch schon im Poschiavo. So, das ist nicht Poschiavo. Hier fahren wir einfach durch. Das ist nämlich Likurt. Hier warten die Autos wieder auf uns. So muss das nämlich sein. Vielen Dank. Steigt auch auf den Zug um, wenn ihr durchfahren wollt. Und wir sind viel zu schnell. Bitte nicht entgleisen, lieber Zug. Dankeschön fürs Nicht-Entgleisen. Wahnsinn, was das für Steigungen hier teilweise auch sind, ne? Aber auch schön, wie weit man noch nach hinten gucken kann. So, und jetzt können wir wieder ein bisschen schneller. Ich müsste natürlich mehr auf die Signale gucken, aber es ist halt so schwer, hier auf dieser Strecke auf Signale zu achten. Ja, jetzt müssen wir darauf achten, weil wir Halt zu erwarten haben. Weil es szenerietechnisch einfach so schön ist. Ich habe das Sicherungssystem gar nicht eingeschaltet, ne? Okay, das müssen wir jetzt auch nicht zum Schluss einschalten. Das war mein Fehler. Ich habe mich schon gewundert, warum nichts passiert mit dem Sicherungssystem, warum ich es nicht bestätigen muss. Aber ja, wenn man es nicht einschaltet, dann ist das nicht an. Ja, offensichtlich. Oh. Nächster Halt, Poschiavo. Prossima fermata, Poschiavo. Und genau deshalb, liebe Leute, sollte man Sicherungssysteme anhaben. Wir warten jetzt auf einen Zug und sollen erst um 28 da sein. Na gut, dann warten wir halt. Dann gucken wir uns hier ein bisschen mal um, was wir hier so in Poschiavo vorfinden. Ein Fußballplatz, ein Fluss, der durch den Ort hier hindurchfließt. Hier ein begradigter Fluss oder ein künstlich angelegter vielleicht auch. Noch irgendwas Spannendes zu entdecken. Wir haben ein paar landwirtschaftliche Felder da links. Hier vorbei an der Kirche. Die Autos stehen immer noch hier. Wieso steht ihr denn noch hier, liebe Autos? Aha. Interessant. Ah, schaut an, was wir jetzt gerade hier vorgefunden haben. Also. Ja, okay. Das ist doch echt gut. Aber warum fährt er denn nicht? Okay, ist auch nicht unser Problem, aber andererseits, vielleicht kann der andere Zug auch gar nicht ausfahren.
wenn die Bahnübergänge nicht zugehen. Ja, haben wir wieder was entdeckt, ne? Fliegen wir mal wieder zurück zu unserem Zug und schauen, was jetzt die Lage ist. Achso, wir sind schon an unserem Zug vorbei. Okay, wir müssen ein bisschen warten. Wir bedienen uns eines kleinen Tricks. Wir lassen nämlich jetzt einfach mal die Zeit viermal so schnell vergehen. Auch das nur über die God Mode. In-game gibt es dafür keine eigenständige Möglichkeit. Da ist auch schon der Zug. Und er fährt los. Dann lassen wir die Zeit wieder in normaler Geschwindigkeit vergehen und dann dürfte er jeden Augenblick hier um die Ecke sich heranschleichen. Da ist er auch schon. Fährt nach Tirano. Hallo, einmal gewinkt. Ah, mit Güterwagen sogar. Okay. So, unser Signal sagt, dass wir noch nicht fahren dürfen. Doch, jetzt. Hervorragend. Dann schalten wir schon mal langsam die Leistung auf. Um nicht nach hinten zu rollen, genau. Und haben dann Einfahrt in Poschiavo. Ferrovia Retrica. So, und ab hier würde der richtige Bergabschnitt in diesem Sinne beginnen. Na, also wirklich da, wo es dann nur noch dann durch die Berge durchgeht. Aber den werden wir nicht mehr zusammenfahren. Denn wir haben jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.